Hallo Welt! Heute gibt es ein weiteres extrem gesundes Er ist. Ich habe für euch die gesunde Alternative für Nutella für euch vorbereitet. So etwas Leckeres, Gesundes habt ihr noch nicht gesehen. Schokomack von Schwartau. Essen Sie jetzt! Streichzart und fein. Ist er jetzt im Kühlschrank fest? Gott, ist das hart. Genau so mag ich's. Streicht er sich hauchdünn. Ein kleines bisschen gesundes Leben drauf. Für die, die mich kennen, ihr wisst, dass das keine Nahrung darstellt, sondern nur eine Zigaretten darstellen. Esse ich jetzt dieses hauchdünne Toast, gesunde Nutella-Alternative für euch. Da kann man auch gleich mal lernen, wie man das rausschmiert. Ich hasse das immer, wenn die der Nutella-Werbung, habe ich als Kind verflucht, wenn die das so hauchdünn draufgekratzt haben aufs Brot, dafür wollte ich sie töten. Ich habe mich immer angekotzt, dass es so viel Brot zum Nutella gab. Eigentlich hätten wir das auch so essen können. Ist das nicht eine gesunde Alternative zu Nutella? Da beißt er genüsslich hinein, der Zielführer. Viel zu viel Brot drumherum. Ich rechne mich bis heute an der Nutella-Werbung. Ja, wenn man schon drogensüchtig ist, nach was giert, dann sind sich in richtigen Mengen gönnen. Ja, ansonsten geht man kaputt, wenn man sich zwingt, es nicht zu essen. Drogen muss man anders loswerden. Wenn ich es geschafft habe, sage ich euch wie. Aber sich verbieten funktioniert nicht. Was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendeinen Abschlussbruch hatte ich noch und jetzt habe ich ihn vergessen. Ist das nicht geil? Okay, ich hasse mich später dann dafür. Hast du noch was Kluges zu sagen? Nö. Ach ja, natürlich. Und davon essen wir logischerweise jetzt das ganze Glas, ne? Ist klar. Ist eh nicht viel drin. Ist eh nach drei Toast alle. Wie ihr seht, ja, ein Toastscheibe ist halbe Glas leer. Schrecklich. Wie wenig die da in das Glas. Das Loch. Abartig, wie wenig die da reinmachen, ne? Die sollten sich verschämen. Deswegen glaube ich nur noch 2 Kilo Gläser, die reichen dann für zweimal essen. Okay, Ja. dann bedanke ich mich einmal, dass du so sehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tiddly-dee.